Hallo Leute und willkommen hier bei Meerpaket. Sekunde. Ja, da ist er. Also herzlich willkommen hier bei Meerpaket. Wir packen mal wieder einen neuen E-Scooter aus und zwar heute, ihr seht schon an der Packungsgröße, was relativ kompakt ist, was aber in doppelter Weise ein Transportwunder sein kann, sein soll. Wir finden es raus. Es ist der Movie Pro Comfort und das ist ein richtig, richtig interessantes, ich sag mal, Gesamtkonzept. Und da will ich jetzt mal schauen, was dahinter steckt, ob der wirklich so toll ist, ja, was eigentlich die Daten schon versprechen. Und deswegen, ihr seht, wir packen ihn direkt mal aus. Und in der Packung sieht es folgendermaßen aus, richtig aufgeräumt. Und ja, wir fangen mal hier oben an. Da ist ein kleines Stofftäschchen mit Material drin. Und das hier ist einfach nur, ja, Füllstoff, ne? Kann man dann schon mal zur Seite tun. Und dann sehen wir, da ist er drin und er ist in einer Tasche eingepackt, unser Scooter. Kann ich das hier schon rausnehmen? Nee, das machen wir später. Schauen wir erstmal nach, was hier drin steckt. So, Tasche auf. Einmal ja ein Päckchen und einmal ein kleines, sehr schön, Universalwerkzeug. Denn ja, man muss wahrscheinlich ein bisschen was montieren hier am Movie Scooter. Und ich gehe mal davon aus, hier steckt noch das Ladekabel oder das Ladegerät natürlich mit drin. Und jawohl, so sieht's aus. Ladegerät und Kabel, was noch mit angesteckt wird. Also aufladen können wir schon mal. Wir haben was zum Montieren, aber jetzt brauchen wir noch das, was montiert werden soll. Und dann würde ich mal sagen, ich hebe ihn einfach mal hier raus. Und oh ja, da merke ich auch sofort, der ist echt recht leicht. So, hält das? Jawohl. Denn er, upsala, denn er wiegt gerade mal knappe 13 Kilo. Und das ist wirklich nicht allzu viel. Und hier haben wir noch mal ein bisschen Papiermaterial. So, dann nehmen wir mal die Teile ab. Hier finde ich ja schon mal gut, dass das hier kein Styropormaterial ist. Ne? Da hat man nicht überall die Kügelchen rumfliegen. Das ist eine feine Sache. Und ja, wir sehen den Scooter. Ja, den sehen wir immer noch nicht. Der ist immer noch hier eingepackt. Also enthüllen wir ihn. Ja, da ist einfach nur so eine Stofftasche drum. Ja, muss ich da nochmal aufstehen. Und die nehmen wir hier jetzt mal runter. Und die kann dann auch zur Seite. Und wir sehen unseren Movie Pro Comfort E-Scooter. Ja, klein ist er. Also kompakt ist er. Und wir sehen, er hat eine Mischbereifung. Hier vorne schlauchgefüllte Luftreifen oder luftgefüllte Schlauchreifen. So sagt man es, glaube ich, besser. Und auf der Hinterachse haben wir, das ist hier sogar noch blockiert, ja, haben wir Vollgummi-Honeycomb-Reifen. Okay, hier das kann noch runter. Und dann klappe ich ihn einfach mal hoch, denn er hat auch eine Besonderheit. Er hat hier so einen Einhandmechanismus, womit man ihn ganz leicht auf- und zuklappen kann. Muss ich nur hier drücken, hoch, klack und ja, fertig ist er direkt schon. Und beim Zuklappen geht das dann genauso einfach. Drücken, runterklappen. Er verriegelt. Ups, und ich kann ihn hochheben. Und er verriegelt hier vorne. Ne, ihr müsst ihn nicht hier hinten irgendwo einhaken. Nee, er verriegelt da vorne. So, hoch, klack, passt. Ja, sehr schön. Trittbrett. Ja, Schmirgelpapier-Trittbrett, sage ich mal, für guten Halt. Kein gummiertes Trittbrett. Aber ganz besonders für den Komfort ist, dass hier noch so ein Schaumstoff drunter ist, der nochmal Stöße abdämpfen soll. Das merkt man, da kann man hier richtig reindrücken. Das ist ein weiches, weiches Trittbrett mit ordentlicher Krippoberfläche, schmirgelpapiermäßig eben. Okay, dann nächste Besonderheit. Die Griffe, schaut es euch an. Die Griffe, was ist das hier? Das kann noch weg. Die Griffe, ihr seht, die sind eingeklappt aktuell. Ne, also den kann man super kompakt zusammenklappen. Und dann klappe ich die mal auf, die rasten ein. Das war's. Ja, sehr einfach. Und dann nochmal zurück. Dann muss ich, glaube ich, hier ein bisschen ziehen. Klack. Einmal ziehen. Na. Ja, genau. So, einfach nur ziehen, runterklappen, hochklappen, rastet ein. Man will wieder zusammenklappen. Einfach nur ein bisschen. Ach, jetzt stelle ich mich hier aber ein bisschen dumm dran. So, ziehen und runterklappen. Mit ein bisschen Übung geht es dann auch schneller. Sehr schön. Aber das war noch nicht alles. Eine weitere Besonderheit hier am Lenker ist, dass der höhenverstellbar ist. Dafür gibt es hier diesen Schnellspanner. Den muss man einmal öffnen. Aber das wäre ja blöd, wenn der einmal aufgeht und dann verstellt sich während der Fahrt was. Deswegen gibt es hier unten den goldenen Knopf.
den einmal drücken und dann können wir hier, ihr seht, das entsprechend verstellen in drei Positionen, wo dann eben hier dieser goldene Knopf einrastet in Hoch, Mittel und Tief. Und da ich ein großer Typ bin, lasse ich das Ganze mal direkt auf Hoch stehen und dann nochmal Schnellspanner schließen und ja, fertig ist die Laube. Ja, was müssen wir denn jetzt hier noch montieren? Ich zeige es euch mal. Hier haben wir es, das Vorderlicht. Ja, das muss noch montiert werden. Das ist hier nur mit Kabelbinder befestigt. Und das müssen wir dann hier nochmal dran schrauben. Und da ist aber hier das Käbelchen dran. Also ganz einfach hier einfach eine Schraube lösen und das Frontlicht dran montieren. Und schon ist man fertig damit. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Dann schauen wir uns den Movie Pro Komfort mal im Detail an und wir starten hier vorne beim Vorderrad. Das hat eine Größe genauso wie das Hinterrad von 7,9 Zoll, ist also eher schon was Kleineres. Und das Vorderrad hat einen Schlauch und ist mit Luft gefüllt für besseren Komfort. Und ja, da muss man also ab und an mal ein bisschen nach Luft schauen. Dann ebenfalls für besseren Komfort haben wir vorne noch eine Federgabel verbaut. Da bin ich sehr drauf gespannt, wie sich das in Kombination anfühlt beim Fahren. Dann hier vorne Schutzblech. Ja, ihr seht, das ist hier keine Schwachstelle, sondern das wirkt sehr robust. Wir haben hier noch den Reflektor. Und dann eine Besonderheit, das ist dieser rote Haken hier. Den kann man zum einen benutzen, um den Scooter festzuschließen, wenn ihr ein Schloss habt, was hier durchpasst. Meins passt nicht durch, denn ich habe so ein Kettenschloss. Aber man kann sich ja was Entsprechendes dann holen. Auf jeden Fall, das ist schon mal eine coole Sache. Und zum Zweiten ist das hier ein patentiertes System, denn hier kann man noch verschiedene Anbauteile befestigen. Das hat nur Movie, soweit ich weiß. Und da kann man zum Beispiel ein Lastensystem dran befestigen oder einen Korb und unterschiedliche Dinge, die dort angeboten werden. Ich kann es euch heute leider noch nicht zeigen. Das Lastensystem wurde mir noch nicht geliefert. Aber sobald das da ist, werde ich euch das hier im Detail nochmal nachreichen. Auf jeden Fall coole Sache. Dann habe ich quasi hier so eine Fläche nochmal dran, wo ich dann bis zu 40 Kilo schwere Lasten transportieren kann. Da bin ich super, super drauf gespannt. Insgesamt 130 Kilo kann hier als Last draufgepackt werden. Also insgesamte Traglast 130 Kilo. Auch das ist eine ganze Menge. Standard ist ja eigentlich so 100 Kilo ganz, ganz oft. Oder mal 120, 130 ist schon echt viel. Gehen wir ein Stückchen weiter hoch. Dort sehen wir hier die Kabelführung. Die ist ziemlich einfach gelöst. Hier nur mit so einem Kabelbinder fixiert. Genauso eine Etage weiter höher. Aber ich denke mal, das ist dem geschuldet, auch dass man das hier so offen sieht. Also das kommt ja hier komplett raus. Das ist dem geschuldet, dass eben der Lenker höhenverstellbar ist. Habe ich euch eben schon mal gezeigt. Und übrigens, die Bremse hier vorne drin, das ist eine Trommelbremse. Also vorne Trommelbremse, hinten haben wir die elektromechanische Bremse, die auch getrennt angesteuert werden können. Hier seht ihr nochmal den Mechanismus, wie man hier die Höhenverstellung vornimmt. Also hier den Schnellspanner einfach öffnen und dann hier das Kügelchen reindrücken. Und dann habt ihr hier 1, 2, 3 Positionen, wo ihr das einrasten lassen könnt. Und dann hat man hier wirklich eine schöne Position. Besonders finde ich auch noch diese Biegung. Also der Lenker ist nicht schnurgerade, sondern macht hier so eine kleine Knickbiegung nach vorne. Ja, also hier oben den Lenker schauen wir uns gleich nochmal an. Wir gehen erstmal weiter hier zum Klappmechanismus. Der Einhand-Klappmechanismus. Ne? Ihr müsst also nur, da steht schon Push, einmal hier reindrücken und dann könnt ihr den kompletten Scooter oder das komplette Vorderteil hier nach hinten umlegen. Das rastet hier vorne ein. Hier eben schon das erwähnte Trittbrett und diese raue, raue Oberfläche. Und wenn ich jetzt hier mal ein bisschen drücke, dann seht ihr auch, ja, dass hier so ein Schaumstoffmaterial drunter ist. Wie gut sich das auf Dauer jetzt hält, ja, wird sich abwarten oder muss man abwarten. Auf jeden Fall. Sehr interessante Lösung, soll eben nochmal den Komfort steigern, dadurch, dass hier nochmal Stöße zusätzlich abgefedert werden. Also Luftbereifung, Federgabel, weiche Oberfläche zum Abfedern. Also sie machen da schon einiges für den Komfort. Das wird dann hinten ein bisschen interessanter, denn dort finden wir das Hinterrad und ihr seht, das ist eine Honeycomb-Bereifung, das heißt Vollgummi mit Löchern drin, damit das alles ein bisschen federt dennoch. Und die soll noch eine extra, da kann man das sehen, eine Gummifederung haben. Also hier ist nochmal so ein Gummimaterial, was auch nochmal extra ein bisschen federt. Also Movie gibt sich hier echt, echt viel Mühe, um das Ganze so komfortabel wie möglich zu gestalten. Ja, bin ich echt mal gespannt drauf. Und wir haben übrigens auch noch eine dritte Bremse, also nicht nur Trommelbremse, elektromechanische Bremse für den allergrößten Notfall. Man kann es hier sehen, hier ist auch das Grip-Material drauf. Kann
kann man noch hier auf das Rückblech, so, da seht ihr es, kann man noch drauf treten und dann kann man da nochmal abbremsen. Also wenn es hart auf hart kommt, habt ihr drei Bremsen zur Verfügung, um den Scooter dann schnell zum Stehen zu bekommen. Auch das hier sieht man echt selten und ihr seht schon, ich drücke hier drauf und ja, das Ding ist auch richtig stabil. Also da wackelt und wobbelt nichts umher. So von der Qualität erstmal, von der Robustheit macht das einen sehr guten Eindruck. Auch hier hinten der Träger fürs Rücklicht ist Metall. Und wenn ich da mal nach hinten rutsche, seht ihr, hier kommt dann das Nummernschild drauf. Auch das ist Metall. Dann haben wir einen großen Reflektor und unser Rücklicht. Ja, mal ganz was anderes. Käbelchen kann man hier unten auch wieder sehen. Also die Kabel wurden hier nicht überall so ganz deutlich versteckt, aber sieht schon mal auf jeden Fall interessant aus. Gehen wir mal eins weiter rüber. Dann kann man hier ein bisschen sehen, wo der Motor drin steckt. Er ist also ein Hecktriebler und hat einen 300 Watt starken Motor, der das Hinterrad antreibt. Also das ist schon mal okay. 350 Watt ist natürlich immer ein bisschen besser, aber ich denke mal, für den Normalbetrieb sollte das reichen. Er soll uns auf 22 km/h beschleunigen. Ja, 22 km/h, also das erlaubte Maximum auf deutschen Straßen, 20 km/h plus etwas Spielraum von 10%. Und damit ist das hier einer der wenigen Scooter, die überhaupt mal dieses Maximale ausprobieren. Na, da hinten kommt Besuch. Und das finde ich super. Also wenn das wirklich so passt, dass der 22 schafft, bin ich davon schon mal sehr, sehr begeistert. Gehen wir etwas weiter nach vorne. Dort sehen wir den Ladeanschluss. Das ist nur hier so ein kleines Gumminupsi, was dann da reinkommt. Übrigens, er lädt in 3,5 bis 4 Stunden vollständig auf und soll bis zu 30 Kilometer Reichweite schaffen. Werde ich natürlich ausprobieren. Es wird den XXL-Reichweitentest natürlich hier bei mir geben. Ihr kennt das Ganze schon. Ansonsten ja, finden wir hier nicht mehr allzu viel, außer hier nochmal unser Ständer, den man ausklappen kann. Und das war es hier unten im Prinzip schon. Reicht ja auch. Jetzt schauen wir uns mal an, was uns der Lenker hier alles zu bieten hat. Und eine Sache muss man sofort vorab wissen. Wenn man hier aufs Knöpfchen drückt, passiert erstmal gar nicht. Ich dachte schon, was ist los? Ist der nicht geladen oder was? Nee, ein Blick in die Anleitung hat es mir verraten. Es gibt einen Hauptschalter, der sitzt hier unten. Ja, da seht ihr es. Den muss man erstmal aktivieren und dann ist der ganze Scooter hier dann erstmal aktiviert und wir schauen uns mal den Lenker an. Also rot haben wir den Bremsgriff und der bremst hier hinten oder hier vorne die vordere Trommelbremse. Also der rote Bremsgriff bremst die Trommelbremse. Am gleichen Ende oder an der gleichen Seite links haben wir die elektromechanische Rückbremse. Also das finde ich schon mal gut. Wenn ihr eine Notbremsung habt, ich habe das bei dem letzten, bei dem E9 E-Scooter bemängelt. Da war nämlich die eine Bremse hier und die andere war auf der anderen Seite oder umgekehrt. Auf jeden Fall nicht auf einem. Da war das schwierig mit der Notbremsung, aber hier kann man dann direkt hier voll reingehen, vorne und hinten bremsen und zur Not dann eben noch hier aufs Schutzblech treten für die dritte Bremse. Das finde ich schon mal sehr vorbildlich gelöst. Nebendran eine kleine Klingel, jawohl, funktioniert auch. Dann haben wir hier unsere Lampe, das Frontlicht, die wir schon montiert haben. Und unser Gashebelchen, kennt man, ne? Ganz normal, haben sie ja alle, Throttle, damit geben wir Gas. Und die Griffe, ja, die sind so ein weiches Gummimaterial, sollen auch noch mal ein bisschen dämpfen und ein angenehmes Fahrgefühl machen. Was ich jetzt auch schon merke, durch den Klappmechanismus, den ich euch jetzt hier gerade, ich schau mal so, vielleicht zeigen kann, ja, da habt ihr es hoffentlich gesehen, ist nicht so leicht. Also man zieht nur hier, das ein leichtes Stückchen nach hinten, diesen Bereich, und klappt dann nach unten, und hochklappen geht dann noch einfacher, klack. Aber was man da merkt, da hat man natürlich so ein, ja, so ein Millimeterchen Spiel drin, ne? Also das fühlt sich leicht, leicht locker an. Ist ja klar, ein Mechanismus kann nie hundertprozentig sitzen. Aber da bin ich mal gespannt beim Fahren, ob mich das irgendwie stören sollte oder nicht. So, hier haben wir noch unser Display. Kurz gedrückt halten, dann schaltet sich das ein mit Hintergrundbeleuchtung. Und wir sehen, wir haben hier die Fahrstufen 1. Die Fahrstufe, nee, falscher Knopf, Fahrstufe 2, Fahrstufe 3. 3 geht bis 22 km/h
Und dann können wir hier nochmal durchschalten. Wir haben also eine Gesamtkilometeranzeige, einen Tripmeter. Das hier ist, glaube ich, die Voltzahl, die angezeigt wird. Und hier wahrscheinlich Fehlermeldungen, falls welche da sein sollten. Und dann hier die Akkustandsanzeige mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Balken. Ihr seht, er ist ziemlich vollgeladen. Ja, jetzt schauen wir mal kurz noch quasi im Trockenmodus, wie schnell hier die einzelnen Fahrstufen so werden, ohne dass jemand draufsteht. Und dafür gebe ich ein bisschen Schwung hier hinten aufs Rad, beschleunige und dann läuft die Geschichte schon. Und ihr könnt sehen, in Fahrstufe 1 geht es hier im Trockenmodus, ohne dass jemand draufsteht, auf 9,8 km/h. Und dann schalten wir mal hoch, ne, hier. Ja, Stufe 2, 15,5, Stufe 3, da geht er auf 23 Stundenkilometer. Natürlich geht das nachher alles dann ein bisschen langsamer, wenn ich hier mit meinem 85, 86 Kilo draufstehe. Man hört aber auch schon, er ist nicht besonders laut. Also, das hier ist für mich vielversprechend, sehr, sehr schön. Da freue ich mich doch drauf. Und, das Licht. Wie schaltet man denn bitte schön die Lichter ein? Ganz einfach hier den I-Knopf gedrückt halten, ein paar Sekündchen. Und dann geht auch vorne das Licht an. Da könnt ihr sehen, ta-ta-ta. Und natürlich geht dann auch gleich das Rücklicht an. Hier seht ihr das, so ein schmales Rücklicht. Bremslichtfunktion haben wir nicht. So, jetzt heißt es für mich, Kennzeichen drauf und ab zur Probefahrt mit dem Movie Pro Komfort. Und ich klappe ihn nochmal zusammen. So, Knöpfchen reindrücken und dann einmal hier kurz antipsen. Und dann könnt ihr sehen, ich lege den jetzt einfach nur hier um. Klack, der muss nirgends einrasten hinten, sondern liegt da einfach nur auf. Und dann kann ich ihn schnappen und sofort losgehen. Also, gehen wir los zur Probefahrt. Da steht ja der kleine Movie Pro Komfort, dann fahren wir jetzt mal eine Runde. Ich bin sehr gespannt, gerade wie sich die doch sehr, sehr kleinen Rädchen hier schlagen werden. So, Ständer schon mal weg. Und ich habe eben noch was gesehen, ich schalte mal eben das Display hier ein. Denn in der Anleitung steht auch hier die Akkustandsanzeige, die wäre sehr ungenau. Man sollte zweimal hier drauf drücken und sich dann hier die Spannungsanzeige anschauen. Bei 42 wäre er voll und bei 28 würde er sich abschalten. Also das ist schon mal ein guter Indikator. So, jetzt geht's aber los. Die Strecke ist auch gar nicht mal so anspruchslos, sage ich mal, hier für den Anfang. Und ich stelle mal die Kamera ein bisschen weiter runter, dann könnt ihr mehr vom Roller sehen. Und ich habe eine langsame Fahrstufe drin. Moment, so, zack, 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 zack. Wow. Los geht's. 300 Watt starker Motor beim Movie Pro Komfort. Ja, also vorne Luftreifen, hinten Honeycomb-Reifen, vorne mit Federung, hinten so fast ohne Federung. Und hier fahre ich über solche Bodenplatten drüber. Das macht er ganz gut. Jetzt geht es hier ein bisschen über Kopfsteinpflaster und ja, ich spüre die Vibrationen an den Füßen natürlich, aber es geht. Ultra lange geht es nicht so gut, aber es geht. Vielleicht hilft da auch so ein bisschen, dass eben hier unten noch diese Polsterung bei den Füßen ist. Aber die Wegstrecke sollte auch gleich wieder besser werden. Was ich aber auch hier deutlich merke, durch die ganz, ganz kleinen Reifen mit 7,9 Zoll ist er schon ein wenig nervöser gerade. Jetzt passt mal auf, ich kann ja eigentlich sehr gut einhändig fahren, aber wenn ich hier loslasse, dann, ja, jetzt geht's aber hier, der ist sehr, sehr nervös auf der Vorderachse. Also hiermit beim Abbiegen Handzeichen geben, also ich fühle mich damit eher nicht so wohl, aber das sind halt kleine Reifen, ne? Dann ist es eben so. Was richtig cool ist, schaut mal hier auf den Tacho, ich gehe mal näher ran, da stehen gerade 23 Stundenkilometer auf der Uhr, ist ja Wahnsinn. Jetzt 22,8, 23, Mensch, ist der wirklich so schnell? Das wollen wir gleich mal rausfinden. Ich mache mal GPS auf meine Apple Watch an. Aber zuerst probiere ich mal die Bremse aus. Wir haben mal hier die Trommelbremse und hier die elektromechanische. Und man soll im Normalfall nur mit der elektromechanischen bremsen, schreibt Movie hier auch extra in der Anleitung drin. So, ich mache jetzt hier mal einfach ein Fahrradtraining an. Dort wird nämlich dann auch schön angezeigt, die Geschwindigkeit, mit der ich fahre.
Und dann überprüfen wir mal, ob die 23 hier wirklich 23 Stundenkilometer sind. Also, ich bin gespannt. Die Beschleunigung, die ist angenehm. Ne? Er reist nicht unglaublich, aber beschleunigt schön kontinuierlich durch. Da gibt es also gar nichts zu meckern. So, jetzt sind wir schon bei 20, 21, 22, 7, bei 22, 9. Jetzt muss ich natürlich einhändig machen. Bisschen unangenehm. Und 21,2 hat die Uhr angezeigt, 22,9 der Tacho, 21,2, ja, also er zeigt wie immer etwas mehr auf dem Tacho an als in echt, aber 21,1, das ist trotzdem gut, ne? Ein Kilometerchen wäre noch drin, ein Stundenkilometerchen, aber schaut es euch an, wenn man es sehen kann, uah, oh Gott, ey, einhändig willst du ja wirklich nicht fahren. Aber 21,3 finde ich, das ist gut. Doch wirklich, das ist gut. Auch wenn ich mal so ein bisschen hin und her fahre, so die Manövrierfähigkeit, da fühlt er sich sehr gut an. Sehr stabil. Auch so diese Kurvenlage, die fühlt sich absolut kontrollierbar und sehr, sehr stabil an. Also solange man die Patschehändchen schön hier an den Griffen lässt, fährt er sich wirklich gut. Also sehr stabil, sage ich mal, auch mit den kleinen Rädchen. Das fühlt sich soweit echt, echt angenehm an. Hätte ich so gar nicht erwartet. Also vom Fahrkomfort angenehm. Was so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Ich halte mal ganz kurz dafür an. Dann kann ich euch das besser zeigen. Hier einmal Ständer raus, hinstellen. Was so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist, dass er vorne höher liegt als hinten. Das heißt, man hat so eine Position, wo man draufsteht. Und da muss man sich echt erstmal dran gewöhnen. Also das ist nicht so, ich sag mal, nicht so der Standard. Man hat am Anfang das Gefühl, man hängt hinten irgendwie so runter, aber man gewöhnt sich dran. Ne, das geht schon. So platzmäßig mit meinen großen 46er Schuhen. Ne, ihr seht, ich habe genug Platz. Das ist also völlig in Ordnung. Ja, es macht eigentlich Spaß. Auch hier mit den Lenkstangen, wo ich gedacht habe, oh, im Stand, ne, hat das so ein bisschen Spiel durch den Klappmechanismus, fühlt sich jetzt hier am Anfang auf jeden Fall nicht instabil oder locker an. Fühlt sich gut an. Irgendwas vibriert. Ja, irgendwas höre ich vibrieren, aber ich weiß nicht genau, was es ist. Aber so, ne, erster Fahreindruck, ganz angenehm. Ja, bin ganz positiv überrascht. Jetzt machen wir mal eine Bremsung. Da vorne ist auf der linken Seite, Moment, da ist ein Schild. Jetzt bremse ich erstmal mit der elektromechanischen Bremse alleine ab dem Schild hier und zwar jetzt. Und wir schauen mal, ja, wie lange ich jetzt hier gebraucht habe, um anzuhalten. Und dann machen wir diese Bremsung auch gleich nochmal mit der Trommelbremse. Also ich nehme hier Maß Hinterrad und dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ja, gute 11 Meter. So, wir fahren jetzt nochmal ran und beim zweiten Mal werde ich nur hier mit der Trommelbremse bremsen. Mal schauen, ob wir da ja länger brauchen oder ob wir kürzer stehen, wie da der Bremsweg ist. So, da vorne kommt unser Schild und ich bremse jetzt und zwar volles Rohr. Ja, hat sich überschaubar angefühlt. Also wir nehmen noch mal Maß. Da ist das Rückgrat oder das Hinterrad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Meter. Ja, das waren dann 9 Meter mit der Trommelbremse, die irgendwie gefühlt ruhig noch ein bisschen härter zugreifen könnte. Ist natürlich im Vorderrad, wenn sie zu hart zugreift, dann macht der eine oder andere schon mal den Abgang. Und 11 Meter elektromechanisch. Und jetzt machen wir gleich die Gefahrenbremsung und schauen mal, was die beiden gemeinsam liefern können. Und wie gesagt, das Gute ist ja hier, dass man gleichzeitig beide betätigen kann. Was hier ein bisschen schräg ist, ich versuche oft, wenn ich hier bremse, komme ich zuerst auf die Klingel. Ja, und dann macht es halt nur Bing, aber nicht Brems, aber das ist ja Gewöhnungssache. So, dann fahren wir mal los. Vollgas bis auf Tacho 22, 23, so schnell wie es eben geht. Und dann wird hier mit beiden gebremst. So, wir sind jetzt auf 23 laut Tacho, da vorne kommt unser Schild. Und ich greife rein und zwar jetzt mit
Arbeiten. Ja, das ist deutlich kürzer gewesen. So, wir schauen mal. Na. Wir nehmen wieder Maß und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Meter bis zum Bremspunkt. Und ich sage mal, das könnte man ja noch verkürzen, indem man hier noch hinten auf diese Hinterradbremse drauf geht. Allerdings bin ich da nicht so der Freund von, aber ich sag mal für die Notbremsung 6 Meter, wenn man da bremst, bestimmt irgendwie 5 oder 4 Meter. Das ist alles schon ziemlich, ziemlich in Ordnung, finde ich. Ja, also so der erste Eindruck. Stellt euch nochmal nach unten, da könnt ihr ein bisschen was sehen. Der ist gar nicht mal so übel oder ehrlich gesagt bin ich positiv überrascht, ja, doch. Aber man merkt ja immer erst, wo was hängt, wenn man ein bisschen länger gefahren ist. Deswegen ja, schaltet auf jeden Fall bei meinem Reichweitentest, beim XXL-Reichweitentest ein. Da fahre ich dann so lange, wie es auch nur geht, wie lange mich der Akku hält oder trägt und mich der Roller fährt. Bis 30 Kilometer werden angegeben. Ich schätze mal, realistisch sind bei mir 21, vielleicht 22 Kilometer, werden wir rausfinden. Und zu dem Zeitpunkt kann ich euch auch schon viel mehr erzählen, was ich hier gut finde, was ich nicht so gut finde und was vielleicht noch hier verbessert werden könnte. Übrigens, eine App? Nein, nein, gibt's nicht. Keine App, keine Updates. Der ist einfach so, wie er ist. Ja, also dann schauen wir mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Das wäre es aber jetzt erstmal gewesen für den Ersteindruck, Unboxing, Setup und so weiter. Wer jetzt schon sagt, ja, der Movie Pro Komfort, geiles Ding, muss ich haben. Ja, der Link oder die Links, ich gucke, wo ich ihn überall finden kann, die packe ich euch dann hier unten in die Videobeschreibung rein. Könnt ihr euch gerne anschauen. Und wenn euch sowas interessiert, Elektromobilität, E-Scooter, E-Bikes, E-Auto und Technik allgemein und Toys und alles Mögliche, gerne ein Abo dalassen. Ich habe für fast jeden was Passendes im Angebot. Schaut euch mal ein bisschen bei meinen Playlists um. Okay, ich genieße jetzt noch ein bisschen das schöne Wetter. Schaut es euch an. Ein wunderbarer Abend, um noch ein bisschen mit dem E-Scooter rumzucruisen. Und in dem Sinne sage ich dann vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Mi Applecat. Macht's gut und fahrt immer schön sicher.